Lea Wilhelm, Lukas Fuchs. Ihr Corona-Test ist negativ. Ja! Es kann losgehen. Sind fertig geschrieben, die liegen direkt hier neben mir. Also viel Erfolg bei der Show und verkackt bloß nicht die Gags. Danke, Alex! Frau Wilhelm, Herr Fuchs, könnten Sie bitte? Bitte einmal lächeln? Ja, bitte nochmal. Bitte ein bisschen freundlicher schauen. Ein bisschen freundlicher, bitte. Dankeschön. Ja, Frau Wilhelm, geht noch ein Stück. Ja, genau. Perfekt. Ja, los, weiter. So, sieht aus. Top, top. So, jetzt müssen wir mal langsam ab. Ja, hier ist noch ein bisschen Maxi, oder? Stimmt. Lukas, komm mal her. Guck dir das mal an. Was ja so ein Mist gemacht, das können wir heute so nie ausstrahlen. Ja, da bist du bekloppt. Ich hab den ganzen Tag alleine hier dran sitzen müssen, weil du dir zu fein warst und den ganzen Tag Animationen gemacht hast. Ich brauche Animationen, Ja, aber die müssen fertig sein und ich will nicht sagen, die sind einwandfrei. Es geht in der Matz um das Video und nicht um die Animation. Jungs. Hallo, und ja, du den ganzen Tag nur, ich kümmere mich um... Ja. Irgendwie dieses Problem, wenn du schön mal ein bisschen So. Ah, jetzt gehen wir nicht mehr, das vergessen. Stimmt. Hier hätten wir noch mal die goldene Backe genommen. Naja, golden. So, ihr seid ready? Ja, dann los. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur MittNight Show Volume 4. Wir sind Lea und Lukas und eure Moderatoren des heutigen Abends. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir ein bisschen umdekoriert, weil einfach in den letzten Jahren das Publikum eh nicht geklatscht hat, dachten wir uns, wir lassen es einfach gleich ganz weg. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, dass das bereits das Verrückteste war, nee, wartet mal ab, was wir heute Abend noch vorbereitet haben für euch. Es wird golden. Es wird absolut geil und es wird vor allem musikalisch, denn später bei uns in der Sendung Kaltenkirchen. Ja, aber bevor es jetzt so richtig losgeht, machen wir noch einen kleinen Nachrichtenüberblick, aber keine Sorge, es geht nicht zu sehr um Corona. Lea, Seriosität. So. Großbritannien hat nach dem Brexit auch jetzt das nächste Angebot gemacht, das man definitiv nicht ausschlagen kann, denn... Die Briten bieten Ausländern an, die Flugkosten und 2000 Pfund obendrauf zu bezahlen, wenn sie zurück in ihr Heimatland zurückkehren. oder nett formuliert halt, verpisst euch. Ja. Und in Thüringen gab es auch einen großen Aufschrei, nämlich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Er hat beim Bund-Länder-Treffen Candy Crush gespielt. Wie groß wäre wohl der Aufschrei gewesen, hätte Beatrice von Storch im Bundestag World of Tanks gespielt? Man weiß es nicht. In Bayern wurde bereits letzte Woche die FFP2-Maskenpflicht eingeführt. Ab heute müssen auch wir hier in Sachsen den Staubsaugerbeutel vorm Gesicht tragen. Ganz ehrlich, mit dieser Maske ist es so ein bisschen wie mit einem Kühlschrank. Wenn man zu lange dran riecht, dann riecht es irgendwann nach Wurst. Von der Wurst zum Pferdeschwanz Merkel. Die hat nämlich in einer Bundespressekonferenz zu neuen Regelungen sich geäußert und meinte, dass wir jetzt die Friseure rannehmen müssten. Ja, ist ja klar, wenn die Puffs zu haben, dann müssen halt andere ihren Beitrag leisten. Ja. Richtig. Und zum Schluss haben wir noch eine gute Nachricht. Und zwar ist heute Europäischer Datenschutztag. Ja, vor allem Mark Zuckerberg dürfte diese Meldung nicht wirklich interessieren. Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße. Oh, das ging jetzt ganz schön schnell und das war vor allem nur die letzte Woche. Ja. Aber was war eigentlich davor? Schauen wir es an. So wie meine Oma sagen würde. Ah, Freunde, die 20er. Gerade eben haben sie erst begonnen. Und ja, das letzte Jahr hat uns eigentlich schon sehr, sehr doll in Atem gehalten. Es war eine Ära der Zoom-Meetings, der Verschwörungstheorien und Philipp Amthors Jugendweihe. Ja. Lea, was war denn eigentlich so deine größte Errungenschaft des letzten Jahres? Ja, die habe ich tagtäglich mit und zwar ist das mein Steißbeinkissen. Ganz kurz, was ist ein Steißbeinkissen? Also das kann man hier vielleicht so ein bisschen sehen. Das hat so eine Formation, dass es in der Mitte abgeflacht ist, dass der Steiß so ein bisschen absackt. Und dadurch ist dann sozusagen die Schmerzgegend so ein bisschen betäubt. Und da kann man den ganzen Tag Homeoffice machen. Kann ich nur empfehlen. Okay, sollte ich mir zulegen. Ich habe tatsächlich, also vor dem Lockdown noch, war ich tatsächlich noch mal ganz fett bei Taco shoppen. Also hier, ne, gegenüber vom TV-Studio. Tatsächlich brauchte ich noch Jogginghosen. Und ich habe sie dann auch bekommen und jetzt habe ich sie alle. Ich habe eine Jogginghose für Zoom, ich habe eine Jogginghose für Microsoft Teams, ich habe eine Jogginghose für Google Meets und eine Jogginghose, um aufs Klo zu gehen. Wow. Ja, oder? So, also Freunde, jetzt holt vielleicht eure Jogginghose raus, falls ihr die jetzt noch nicht anhabt. Das größte Weinglas, was im Schrank steht und macht es euch bequem. Wir starten und ja, das natürlich mit dem wohl überraschendsten Ereignis der, ja, gleich zu Beginn der 20er. Also entweder das sind jetzt die Eizellen von unserer Familienministerin oder das sind CO2-Moleküle. Ich kann es nicht genau sagen. Richtig, CO2-Moleküle, Klimakrise, genau. Denn dadurch, dass wir ja alle im Homeoffice sind, haben wir in China mittlerweile auch wieder strahlend blauen Himmel und auf der ganzen Welt gibt es wieder klares Wasser. So auch in Italien, in Venedig. Da ist das Wasser so klar, selbst Gucci kann jetzt mittlerweile wieder regionale Taschenproduktion von sich behaupten. Und teilweise ist das Wasser so klar, selbst Greta Thunberg würde drin baden. Ach, stimmt, die hatte ich schon wieder voll vergessen. Was macht die jetzt eigentlich, wenn die Schulen zumachen? Irgendwie Zoom for Future oder so? Ja, irgendwie sowas vermutlich. Ja. Oder FFP2 for Future, man weiß es nicht. Auch passiert in den 20ern, die ganze Welt sucht Kim Jong-un. Habt ihr vielleicht mitbekommen, Anfang des letzten Jahres ist Kim Jong-un verschwunden. Spurlos, einfach so weg. Und ja, die einen haben gesagt, okay, der schmiedet vielleicht irgendwelche bösen Pläne. Die anderen haben gesagt, ach, vielleicht geht es dem gesundheitlich nicht so gut. Alles Bullshit. Wir hier bei der MittNight Show haben die einzig wahre Wahrheit. Kim Jong-un war mit seiner Schwester Kim im Beautycamp. Echt? Also ich finde, das sieht man dem jetzt irgendwie nicht so im Gesicht an. Wo war Kim Jong-un? Was denkt ihr im Livestream, wo er gewesen ist? Schreibt es uns gerne im Chat und vielleicht habt ihr ja eine Lösung, wo er sein könnte. Ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kim Jong-un ist ja übrigens auch seit 10 Jahren im Amt mittlerweile, seit fast 10 Jahren. Und wenn ich so die Zahl 10 höre, dann denke ich sofort, natürlich, an Philipp Amthors Alter. An wen sonst? Ja, und in diesem Zusammenhang würde ich vielleicht ganz gerne mal einen kurzen Preis verleihen. Und zwar geht der an Philipp Amthor als jüngster Boomer Deutschlands. Henry 29. Amthor muss sich mal richtig einsaufen und eine alte ballern. Ja, dagegen spricht gar nichts. Also wenn ich sowas sehe, habe ich irgendwie keinen Bock auf einen Typen als Bundeskanzlerin. Ich auch nicht. Ganz ehrlich, wer jetzt noch denkt, dass Philipp Amthor irgendwie frischen Wind in den Bundestag bringt, der hätte auch gerne Friedrich Merz als Kanzlerkandidat. Oh, aber das jetzt wird schon ein bisschen politisch, oder? Okay, gut. Dann kommen wir vielleicht jetzt zu einem sehr ernsten Thema, zu einem Thema, ja, was aktuell irgendwie alle brauchen, Geld. Es ist so, selbst Corona hat auch uns Studierende eigentlich komplett arbeitslos gemacht. Aber wir wissen, wie ihr dort draußen in ganz kurzer Zeit an richtig viel Kohle kommt. Wie wär's denn mit einem Angebot als Werkstudent in der Stadt Leipzig? Ja, und das Einzige, was ihr müsst Fahrräder, die einfach so irgendwie in der Stadt rumstehen, einsammeln und dann verticken. Ja, tatsächlich. Es ist tatsächlich wirklich ein sehr, sehr großer Markt, denn Leipzig ist nach wie vor die größte Hochburg des Fahrraddiebstahls hier in Deutschland. Und ja, die ersten Leute, die dieses Schema, diese Werbung begriffen haben, das waren natürlich die topmodernen Jungs und Mädels von der CDU. Wow. Auf das Geschäft erstmal ein Sektchen, oder? Oh, sehr gerne. Machst du mir eins fertig? Mach ich dir. Mach einfach ganz ruhig weiter. Natürlich, ich mache einfach weiter. Okay. Ja, ansonsten. Ja. Bringst du das dem Lukas? Danke. So. Frau Aufnahmeleiterin, Sie hatten eine einzige Aufgabe. Eine einzige Aufgabe. Ich würde das mal kurz noch stehen lassen vielleicht, ja? Danke. Weil ich habe tatsächlich noch vorher etwas, ich bin ja auch so ein kleiner Familientyp und deswegen habe ich etwas für die ganze Familie und zwar das Spiel des Jahres 2020. Cluedo in der Nawalny-Edition. Ja. Geil. Spiel und Spaß für Korrupte und Käufliche garantiert. Wollen wir es mal auspacken? Bitte. Ja, sehr schön. Also, Cluedo, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Nawalny-Edition, ne, da gibt es natürlich nur wirklich die A-Promis. Ja, also auch wirklich die Omi noch kennt. Ne? Angela Merkel, Donald Trump, hier, Putin. Ne? Und ansonsten gibt es natürlich noch russische Agenten. Und die mysteriöse Frau darf natürlich auch nicht fehlen. Nur bei der Mordwaffe wird es ein bisschen tricky. War es der Orangensaft am Morgen oder das Wasser danach oder der Wodka zum Mittag oder vielleicht doch der Kaffee zwischendurch oder ist das alles nur Quatsch und es war der Sekt. Prost. Prost. Oh, nee. Also Lea, ganz ehrlich, die Scheiße stinkt bis nach Erlau und zurück. Also ganz ehrlich, wenn ich will, dass mir irgendjemand was unterschmuggelt, dann mache ich das wie bei meiner Oma, ne, oder wie meine Oma. Die hat es nämlich früher mit so einem kleinen 20er, den hat sie immer so zusammengefalten, zu so einem kleinen Koksbriefchen und dann hat sie mir das hier so in die Tasche gesteckt. Ja, aber da soll sie vorsichtig sein, nicht, dass die Polizei sie dabei erwischt. Oh, ganz ehrlich, Lea, keine Angst, die Polizei, die hat aktuell wirklich viel, viel mehr zu tun. Zum Beispiel in NRW. Bis vor kurzem, da gab es ja noch solche Schlagzeilen wie dort oben. Ja, richtig, die harten Sexskandale standen im Vordergrund. Und kaum haben die 20er angefangen, ja, da schlagen sie sich mit anderen Problemen rum. Aber, liebe rechte PolizistInnen, hört doch auf, euch in irgendwelchen rechten WhatsApp-Gruppen irgendwelche Hakenkreuze zu senden. Ganz ehrlich, die echten Rechten, die sind mittlerweile auf Telegram. Wirklich? Ich glaube, da ist irgendwas an mir vorbeigegangen. Ich glaube, da bräuchte ich ein bisschen Nachhilfe. Hattest du da was? Das ist also ein Zufall. Ein Zufall. Natürlich habe ich was für dich. Und zwar habe ich mir neulich ein neues Buch gekauft. Und das ist es. Ach, Verschwörungstheorien für Dummies. Ja, wie man in nur 5 Schritten mit dem eigenen Telegram-Channel Deutschland erobert. Oder wie Xavier Naidu sagen würde, Daily Business. Ne? Wollen wir mal reingucken? Bitte, ja. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Hast du ein bisschen, ne? Pass auf, Schritt 1. Gut merken, ne? Gut zuhören. Du brauchst blühende Fantasie. Ist die Brille. Ist ein bisschen dreckig. Sei kreativ, nicht zu absurd. Krieg ich hin. Okay, gut. Zweiter Schritt, Rechtschreibung. Was soll das sein? Ja, du meinst Rechtschreibung, ne? Nee, Rechtschreibung können sie. Rechtschreibung nicht, aber Rechtschreibung schon. Okay, ja? okay. Ja. Schritt Nummer 3, benutze 10.000 Emojis pro Nachricht, mindestens. Das kriege ich hin. Ja. Okay, sehr gut. Vierter Schritt, Links zu seriösen Quellen sind ein absolutes No-Go. Ja, ich wollte eh gleich wieder für Wikipedia spenden. Und was ist 5.? Ja, pass auf, jetzt kommt's. 5. und letztens, du solltest ein Promi sein, denn sonst wäre keinem deinem Telegram-Channel beitreten. Oh Mann. Ja, vielleicht klappt's ja nach der Show jetzt, aber oh, ist schon... Bin ich jetzt ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Kleiner Mittweida-Promi. Denkst du, es reicht? Ja, also jetzt vielleicht nicht so wie Alice Merton, aber ein bisschen. Auf jeden Fall steht noch hier, wenn du alle Regeln befolgst, dann brauchst du dich nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen, denn das Internet ist jetzt dein Zuhause. Ja, ist doch eine schöne Sache. Finde ich gut. Ich habe übrigens gehört, dass Telegram jetzt auch Nachwuchs bekommen könnte tatsächlich. Denn nachdem Twitter und heute auch YouTube für unbestimmte Zeit Donald Trumps Accounts gesperrt haben, muss der sich ja irgendwo jetzt eine neue Plattform suchen. Lea, ich bin ganz ehrlich, also mir tut da schon ein bisschen leid. Bist du so ein kleiner Sozialer, ne? Ja, also so, ich meine, ganz ehrlich, der neben Twitter und YouTube, der darf nicht zu den Nachbarn in Florida, der darf nicht nach New York. Keiner will Trump zurückhaben und das Schlimmste ist ja, es kann ja passieren, dass der jetzt noch ins Gefängnis kommt. Und Gefängnissituation in Amerika, ich meine, Lea, haben wir da nicht irgendwas Entspannteres? Wir wären nie hier, wenn wir da keine Lösung hätten. Lieber Herr Ex-Präsident Donald Trump, vielleicht probieren Sie es mal mit einem Grundstück an der West Coast. Absolut minimalistisch, wundervoller Ausblick, nette Nachbarn, provisionsfrei. Das Internet hackt manchmal, aber das ist doch der perfekte Ruheort für einen Ex-Präsidenten Ihres Kalibers. Lieber Mr. President, bitte kommen Sie zu uns ins Alcatraz. Alcatraz? Guck mal, ich habe da auch, warte, ich habe da eine kleine Broschüre. Guck mal. Ja, das ist, Mittweida Alcatraz. Aber da steht ISG Mittweida drauf. Nee, tut's nicht. Okay, achso, Herr Donald, aber eine Sache noch. Ne? Wenn Sie sich jetzt hier wirklich bei uns in Mittweida am Alcatraz einquartieren, dann sage ich Ihnen klipp und klar, halten Sie sich bitte an unsere Regeln. Ja? Tatsächlich musste im Weißen Haus sogar neu renoviert werden. Und warum? Ja gut, Trump war jetzt kein Raucher, aber das Haus hat sich trotzdem irgendwie komisch verfärbt. Ja, da hat das mit dem Selbstbräuner wohl ein bisschen übertrieben, der Gute, ne? Ja, also definitiv eine sehr, sehr turbulente Zeit. Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? Maybe I'll have to leave the country? I don't know. Guten Flug! Und, Joe Biden, liebe Grüße. Viel Erfolg beim Aufsammeln der Scherben. Ja? Jetzt ist aber gut. Ich warte nämlich schon die ganze Zeit auf eine Moderation. Ich würde nämlich gerne etwas verkünden. Nämlich hat sich vor kurzem hier eine regionale Produktionsfirma niedergelassen. Und die haben 3 Hits produziert, mit denen sie die Charts stürmen wollen. Und bei uns feiern sie heute Weltpremiere mit ihren 3 heißesten Bangern. Ja, ich habe Banger gesagt. Alles in den goldenen MittNight-Hits. Der Zerstörer Rezo kann einpacken. Wir haben den ultimativen Zerstörer der Konzepte hier in Mittweida. Und nicht ohne Grund hat man ihm einen eigenen Eintrag im Mittweider Duden gewidmet. Schaut selbst. Als der Amrein wird allgemein ein Konzept beschrieben, das nach allen Regeln der Kunst von Professor Amrein auseinandergenommen wurde. Dieser Begriff lässt sich auch auf Personen anwenden. MittNight Show ist immer Transformation. Etwas nehmen, was ich erwarte und was Unerwartetes draus machen. Also was bringt es uns als Show, was bringt es uns als Zuschauer? Und das müsstet ihr einfach mal durchspielen. Late-Night-Konzepte die ganze Nacht. Sorry, nicht an Story, an einen Tweet gedacht. Hops genommen von Amrein, stepp ich in die Booth rein. Droppe einen Füllreim und splitte Notlein. Ich werd geamreint, du wirst geamreint, wir werden geamreint, ja wir sind geamreint. Ich werd geamreint, du wirst geamreint, wir werden geamreint, ja wir sind geamreint. 10 Stunden Postbro und kein Ende in Sicht. Was soll ich tun, der Beitrag atmet nicht. Also nochmal cutten, ich channel den Frust. Amrein macht mich fertig, ganz bewusst. Denn nun hab ich Klarheit, wurde der Amrein, der sagt die Wahrheit. Weil das nur gut meint, ich stepp in die Boot rein mit meinem Bro Amrein. Der will dabei sein beim Splitten der Hotline. Ich wette Amrein, du wirst geamreint, wir werden geamreint, ja wir sind geamreint. Ich wette Amrein, du wirst geamreint, wir werden geamreint, ja wir sind geamreint. Ich werd geamreint, du wirst geamreint, wir werden geamreint, ja wir sind geamreint. Ich werd geamreint, du wirst geamreint, wir werden geamreint. Es ist ein Musikvideo. It's like the audience. Wie Capital Bra. Entwickelt ihr eure Formate auch schon bewusst dahin zu sagen, weniger ist mehr? Hat extra diese Hip-Hop-Mütze aufgesetzt für das Musikeinspielen? Habe ich zu viel versprochen. Und wenn ihr das schon geil fandet, dann bleibt weiter dran, denn es folgen noch 2 weitere, wie Lukas sagen würde, Banger. Ja, und ich stehe zu meinem Wort. Ein Konzept, was auch geamreint werden könnte, ist tatsächlich das aktuelle des Dschungelcamps. Und deswegen haben wir uns da mal eine kleine Alternative überlegt, wie man quasi so eine Dschungelprüfung auch ohne Tierhodenessen vielleicht veranstalten kann. Tag 8 im Dschungel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hierzu. Ich bin ein Star. Holt mich hier rein. Namaste. Von Australien über Wales bis nach Köln. Und ja, jetzt hier in Mittweida. Naja. Der Dschungel. Ja, im Camp ist die Stimmung nicht unbedingt gerade so gut. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie in den letzten Tagen nicht so viel zu essen hatten. Ja, ich denke auch, aber dem einen oder anderen tut eine Diät wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Du bist heute aber auch wieder richtig gemein, oder? Ja, aber das ist mein Job. Ja, stimmt wohl. Naja, mal sehen, ob es heute wieder ein Festmahl gibt oder nichts. Hm. Mal sehen, wer es wird. Wenn es Anni wird, denke ich eher, es wird vielleicht schlecht aussehen für die Camper. Ja, aber man muss eigentlich mal dazu sagen, nach 5 Prüfungen sollte sie doch eigentlich den Dreh endlich mal raus haben. Wir werden sehen. Anni, du hast gesagt, du hattest immer die schwierigsten Dschungelprüfungen von allen. Heute haben wir eine gute Nachricht für dich. Heute hast du wirklich die schwierigste Dschungelprüfung in der kompletten Dschungelgeschichte. Was dich erwarten wird und auf was du achten musst, das erfährst du jetzt von niemand Geringerem als unserem Dr. Bob! Ja, da pass immer auf, ne? Also für eine schöne richtige Antwort, da kriegst du Sterne, ne? Und da tue dich mal so richtig, also richtig, ne? Mal nachversetzen in die Prüferin Und vor allen Dingen, das sage ich dir gleich, ne, du mal die Prüfungsaufgaben auch mal richtig durchlesen. Nicht wie ihr das immer macht hier, ne, sondern mal richtig durchlesen, die Prüfungsaufgaben. Und ich sage dir, ne, sei immer nicht so sicheres Gewiss, weil am Schluss, da wartet noch eine ganz besonders schwere Überraschungsaufgabe auf dich. Woher soll man das wissen? Dimensionen, Dimensionen. Welche Dimensionen? Welche Dimensionen? Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Woher soll man das wissen? Welcher normale Mensch weiß das? Warum? Was? 0 Sterne? Was? Die werden mich doch alle hassen. Ja, Anni, das war ja wieder mal ein Griff ins Klo. Wie fühlst du dich nach dieser Prüfung? Ich muss schon sagen, ich hatte die schwerste Prüfung aller Zeiten im Dschungelcamp. 0 Sterne, du hast dein Bestes gegeben. Am Ende hat das Schicksal entschieden. Geh zurück ins Camp und verkünde die frohe Botschaft den anderen. Ich habe echt Angst, aber danke euch beiden. Ciao. Bis morgen. Es war die schwerste Prüfung aller Zeiten, ich sag's euch. Ami, sei nicht traurig. Was passiert den stärksten TeilnehmerInnen? Eine Gusanne-Sünderprüfung. Eine Gusanne-Sünderprüfung. Ganz ehrlich, ich hätte safe alle Sterne geholt. Die Aufgaben sind doch immer super einfach. Aber es war ja wieder klar, dass an nichts auf die Reihe kommt. Ich werde echt keine Lästerschwester sein, ne? Aber ich glaube, das Einzige, in dem sie gut ist, ist sich die Lippen aufspritzen lassen. Habe ich gehört. Auf einmal wurde gewürfelt und dann waren alle Sterne weg! Alle! Alle! Oh move back, move back! Kappe hat jetzt Pause, ja? Bra bist du oder was? Also halt dein Maul! Könnt ihr mich bitte... Ich bin Kapital Bra sein Manager, Digga! Ey, nichts kann die dumme Bitch! Lippenstick wie von einem Fisch! Was sollst du tun? Nach Hause fahren? Dann wäre der klar nicht besser dran! Die Alte ist echt viel zu wack! Ich kill die Bitch mit meinem Swag! Du Penner! Ja, also ganz ehrlich, ich verstehe die Leute nicht, die sich das Dschungelcamp freiwillig angucken. Ja, aber wenn wir uns heute darüber aufregen, dass wir die Leute nicht verstehen, dann sollten wir vielleicht mal einen Blick zurückwerfen. Die Menschen vor 100 Jahren hatten es da nämlich um einiges schwerer. Da gab es noch nicht mal Ton im Film bis 1929. Wobei, manchmal wäre ich da heute eigentlich auch nicht so böse drüber. Ich habe letztens wieder Fernsehen geguckt und habe gedacht, schön, seit wann tragen die eigentlich wieder dick und doof aus? Dann ist mir aufgefallen, es war doch nur eine Rede von Alexander Gauland im Bundestag. Ach Lukas, wir waren im Jahr 1929... Ton okay. Im Film. Entschuldigung. Melodie des Herzens, das ist nicht der Albumtitel von Andrea Berg. Die wird heute übrigens 55. Herzlichen Glückwunsch und auch Grüße ans soziale Umfeld. Nein, Melodie des Herzens, das war der Titel des ersten komplett vertonten deutschen Spielfilms überhaupt. Und der erste gesprochene Satz in diesem Film lautete: Ich spare nämlich auf ein Pferd. Ja, klingt banal, war damals aber in etwa so, als ob man sich heute ein Benz lesen würde. Ja, allerdings stecken dann dort doch noch ein paar mehr Pferde drin. Ja. Ja, der Wohlstand, unser guter Freund, der war damals noch um einiges bescheidener, denn die goldenen 20er waren nicht ganz so goldig, vor allem nicht zum Ende hin. Aber es ist richtig, dass die 20er von einer enormen Bedeutung waren, nämlich in Sachen Fortschritt. Der Mixer, das Schneemobil, die Maschinenpistole. Ja, und wenn wir an diesem wunderschönen Abend in der Hochschule Mittweida schon mal über technischen Fortschritt reden, die Medienevolution, das Radio. Die Menschen saßen gebannt vor ihren Empfangsgeräten. Ja, heute ist da ein anderes Bild auf den Straßen zu sehen. Der Medienkonsum hat sich nämlich zur Sucht entwickelt und kann sogar zur Gefahr werden. Die Lieblingsmedien heute sind TikTok, Instagram und Telegram. Ja, und da wird selbst der Alltag zum Hindernisparcours. Ja, und wir fragen uns zu Recht, ist das die Evolution? Also in dieser Hinsicht waren uns die damaligen 20er auf jeden Fall schon mal intellektuell voraus. Ja, aber kommen wir von der Langwelle und Kurzwelle zur Wasserwelle, denn die 20er Jahre waren natürlich auch für ihre Mode bekannt. Vor allem bei den Frauen hat sich so einiges getan. Charleston-Kleider, kurze Haare und Glockenhüte waren damals angesagt. Ja, tatsächlich auch Hüte. Und ich persönlich halte Hüte für eine ganz trendige Sache. Manche sagen irgendwie, die seien altmodisch oder irgendwas. Aber nein, die sind top modern. Neuester Schrei, mitten aus Deutschland tatsächlich. Aluhüte. Ja, und da diese Fashionhüte, die Lukas gerade präsentiert hat, natürlich auch in der Politik gerade äußerst relevant sind, lassen wir doch einfach mal einen Blick schweifen auf die Politik der damaligen 20er. Ja, und da ging politisch auch vieles schneller, als mancher gedacht hätte, denn auf einmal waren sie da, die Nazis. Obwohl nationalsozialistische Bewegungen sich in Deutschland schon lange angebahnt haben, im Prinzip kamen die Nazis so unverhofft wie der Flügel in die AfD. Früher haben manche sogar noch gedacht, dass sie Hitler gegen den Kommunismus ausnutzen könnten. Aber da ging es uns Deutschen einfach wie den Jungs bei Teenie-Müttern, zu spät rausgezogen. Ja, RTL und RTL 2. Große Werke werden ja schon traditionell zweigeteilt. Zum Beispiel Altes und Neues Testament. Faust 1, Faust 2. Mein Kampf, Band 1 und 2. Mein Kampf wurde in den 20er Jahren geschrieben. Und was viele auch nicht wissen, es gibt tatsächlich 2 Teile. Anders als Hitlers Klöten, by the way, der hatte tatsächlich nur ein Ei. Ja, aber für Eva Braun hat es ja gereicht, ne? Ja, es tut mir leid, Aluhüte und Hitlers Klöten, das war jetzt schon harter Stoff. Kommen wir doch lieber mal zu einer Bewegung, die niemandem wehtut, außer ja, Sexisten. Die Frauenbewegung, die einzig tolerierte Frauenbewegung in den damaligen 20ern war die vom Schlafzimmer zum Herd. Ja, und wenn es Krieg gab, gern auch noch mal auf den Straßenstrich. Lustig, wie sich die Zeiten ändern können, wenn die damaligen Frauenrechtlerinnen gewusst hätten, was sich vor kurzem in Paris ereignet hat. Die Stadt hat nämlich eine Geldstrafe bekommen wegen einer zu hohen Frauenquote in Führungspositionen. Wobei, so neu ist dieses Konzept eigentlich gar nicht. In Paris musste man schon immer zahlen, wenn man von Frauen dominiert werden wollte. Obwohl eigentlich heißt es nicht, Geschichte wiederholt sich nicht. Beim Blick auf die damaligen 20er bin ich mir da aber gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Am Anfang war noch alles gut, aber am Ende saß dann Präsident Hoover im Oval Office. Ja, wirtschaftsliberal, republikanisch, national. Die USA sollten wieder das fortschrittlichste Land der Welt werden. Lukas, kommt dir das irgendwo bekannt vor? Ja gut, wie sagte Hoover tatsächlich noch gleich, wenn ein Mann mit 40 noch nicht Millionär geworden ist, dann ist er nicht viel wert. Donald Trump, ja, Donald Trump, ein Mann, der tatsächlich mit 40 schon längst Millionär war, Schuldenmillionär. Und ganz ehrlich, das, was Donald Trump wirklich wert ist, das wissen wir ja mittlerweile. Da hast du recht. Aber resümieren wir doch mal. Um die Welt ins Chaos zu stürzen, braucht es nur einen völlig durchgeknallten US-Präsidenten, ein paar rechtsnationale Parteien, eine kleine Wirtschaftskrise und heutzutage auch deutschen Schlager. Ja, aber Schlager ist ja an sich kein Verbrechen. Mit einem wahren Verbrechen beschäftigen wir uns jetzt, denn auch hier in Mittweida geht so einiges ab. Mehr Blut. Komm, weiter, weiter. Okay, danke, stopp. Wir bedauern zutiefst, was hier in der Nacht von Montag auf Dienstag geschehen ist. Die Umstände dieses Ereignisses gehen zurück auf das mangelnde Verantwortungsbewusstsein unserer Studierenden. Alle Indizien deuten darauf hin, dass das Opfer leider Teil einer illegalen Corona-Party war und durch ihren Alkoholkonsum auf der Treppe ausgerutscht sein muss. Ein anonymer Tipp erreichte mich letzte Nacht. Darin hieß es, dass es gar keine Corona-Party gegeben haben soll. Es beginnt ein neuer Fall für mich in der Crime Hood Mittweida. Aufgrund des anonymen Tipps habe ich die letzten 24 Stunden recherchiert und mir einige Zeugen, die in der Nacht des Verbrechens vor Ort waren, eingeladen. Da ich mit hohen Standards arbeite und der Schutz meiner Informanten von höchster Priorität ist, vereinbare ich nur geheime, private Orte für den Informationsaustausch. Du bist Harald? Ja. Komm mal mit. Entschuldige die Unannehmlichkeiten, aber der Schutz meiner Informanten ist mir extrem wichtig. Was hast du an dem Abend gesehen? Ich war im ZMS, weil ich noch was fertigstellen musste. Ich konnte mich nicht konzentrieren, weil hier irgendjemand total laut Musik gehört hat, ey. Das waren bestimmt irgendwelche Medienstudis. Richtig belastend, ey. Die machen doch immer so komische Sachen. Da ist safe eine Corona-Party draus geworden. Ich bin dann, als ich gehen wollte, fast noch über eine Bierflasche gestolpert. Von zwei zuverlässigen Persönlichkeiten kann ich mir sicher sein, dass sie auch in der Nacht vor Ort waren. Deshalb befrage ich nun auch sie an einem ganz privaten Ort. Ja. Hallo. Oh. Danke, dass ihr euch am vereinbarten Zeitpunkt einbringen könnt. Ihr wart die letzten Abend, als es geschehen war. Ja. Hast du die gesehen? Ja, also wir waren halt wie immer hier, ne? Wir hatten mal wieder eine Nachtschicht, die Grafiken mussten fertig werden, hatten halt eine Abgabe, man kennt's, wir sitzen bis in die Nacht und ja, weiß nicht, was machst denn du hier? Ja, okay. Ich tu doch mal weiter, eigentlich wollten wir nämlich nur noch das Feierabendbier trinken, also auf dem Weg, versteht sich ja, aber es hat halt übelst geregnet und da hatten wir eigentlich auch keinen Bock und deswegen sind wir einfach im Foyer geblieben. Mhm. Und dann standen wir halt im Foyer und haben halt dort hochgeguckt. Da saß halt jemand so und in der Nacht um 2 sind halt eigentlich nur noch wir und der Hausmeister da. Und haben uns gedacht, das ist schon ein bisschen creepy, wir gehen mal gucken. Und dann sind wir dort hochgekommen und saß dort dieses Mädchen und war halt einfach eingeschlafen. So, haben wir sie geweckt. Ja, aber generell, die wirkte halt auch sehr verpeilt, aber wir sind ja hier nie die Mütter der Welt, also wir haben uns halt nie groß drum gekümmert und sind dann halt gegangen, als sie auch gesagt hat, dass sie gleich losmacht. Also ja, genau. Und dann sind wir eigentlich runtergegangen, zur Tür raus und dann war das für uns gegessen. Ich habe zum Schluss noch ein Treffen mit derjenigen vereinbart, die das Opfer gefunden hat. Ich hoffe, sie kann mir weiterhelfen. Du bist 99.3, Sabine? Danke für die tolle Absperrung. Kannst du mir von dem Vorfall erzählen? Ja, es war so gegen 4, weil ich zum Frühflieger wollte ins Radio und es war halt auch etwas zu früh, weil es hat geregnet und ich wollte nicht nass werden. Und dann bin ich ins ZMS reingekommen und da lag sie und oh Gott, es war so furchtbar. Entschuldigung, ich muss abbrechen. Woran bist du wirklich gestorben? Es hat geregnet. Es hat halt übelst geregnet. Sag mal, regnet's hier rein? Ja, dann lass uns doch lieber mal kurz und rasch zum nächsten Thema kommen. Denn es ist wieder Zeit für einen neuen MittNight-Hit. Hey Laser Boys and Girls, wir schauen mal heute, was Rasch so macht. Hallo, na, Sie haben mich ja heute hier überrascht. Gleich wieder richtig Bock zu vektorisieren. Rush, rush, hour. Also das haben Sie natürlich jetzt gerade nicht gesehen, aber ich habe hier ziemlich rumgetanzt im Studio und ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche jetzt mal wirklich ganz kurz einen Moment Erholung. Können wir vielleicht irgendwie eine Pause machen oder so? Ja klar, wir gehen einfach in die Werbung. Check 20 präsentiert. Charleston, das sieht so schön aus. Annemarie? Ja? Wer ist dieser Charleston, von dem du da sprichst? Karl, das ist ein neuer Tanz, den wir unbedingt für den nächsten Ball lernen müssen, um alle zu beeindrucken. Hey. Und deswegen habe ich uns einen neuen Tanzlehrer gebucht, und zwar über diese neue, wundersame Erfindung namens Check 20. Oh. Da ist er ja schon, pünktlich wie erwartet. Das ist aber nicht unser Tanzlehrer Charles. Nein, ich bin Carlotta. Also jetzt habe ich doch Lust zu tanzen. Hey Annemarie, ich habe noch einen viel besseren Tanz gelernt. Gibt es bei diesem Check 20 vielleicht auch neue Männer? Check 20, Deutschlands neuestes Vergleichsportal. Hier check ich alles. Auch Männer. Hey Harald, ich habe mir gestern schon wieder wie so ein Achtarmchen einen reingeorgelt. Ich hab da mein Portemonnaie vergessen. Bring mir das mal bitte vorbei. Mein Mitbrudel, das muss irgendwo hier da sein. Und dann noch eine Flasche von dem Bier. das hier so schön geprickelt hat. In meinem Bauchnabel. Mittweida Katzenpiss prickelt länger, als wie man denkt. Willkommen zurück. Hier ist die große MittNight Show nach der Werbepause. Und wir kommen jetzt zu einem absoluten Highlight, nämlich zu unserem Gast bzw. zu unseren Gästen des heutigen Abends. Und spätestens jetzt sind wir auch eine Eurovisionssendung, denn die beiden Künstler sind aus Österreich zugeschaltet. Sie beschreiben ihre Musik selbst als Antischlager, düstere Texte, aber positive Melodien. Begrüßt mit uns live aus Österreich, Philipp und Niklas von Kaltenkirchen. Hallo, könnt ihr uns hören? Hallo. Wir können euch hören, hallo. Ja, cool, wir euch jetzt auch so ein bisschen, aber das passt ja, ihr sollt ja hauptsächlich reden. Und zwar, wir haben Spannendes mit euch vor. Tatsächlich seid ihr ja die ersten Gäste, die bei uns digital zugeschaltet sind. Und gleich werden wir auch noch Musik von euch hören. Vorher wollen wir aber ein bisschen über Musik sprechen. Genau, Philipp und Niklas, ihr beide seid ja vor Kaltenkirchen schon mit Solomusik unterwegs gewesen. Wie habt ihr euch denn so gefunden? Wie haben wir uns gefunden? Wir haben uns eigentlich so ganz standardmäßig in der Uni kennengelernt, in einer Vorlesung, wo es um Popmusik gegangen ist. Wir haben damals einen Song von Rihanna gemeinsam analysieren müssen und haben uns ineinander verliebt. Es ist sehr schön. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Das Außergewöhnliche bei euch ist ja, dass ihr nicht nur Musik macht, also für euch, sondern ihr schreibt ja tatsächlich auch für andere Künstler. Wie hat das Ganze denn euer kreatives Denken beeinflusst? Ich glaube, das beeinflusst gar nicht so das kreative Denken, sondern bereichert es eher, weil man halt irgendwie seine eigenen Sachen so für sich behalten kann, aber alles, was darüber hinausgeht, was man irgendwie glaubt, dass in der anderen Schiene irgendwie besser funktioniert, macht man irgendwie mit anderen Leuten zusammen. Und außerdem bereichert es unglaublich, weil man halt ständig nur mit Leuten, die Musik macht, umgeben ist. Vor allem er ist Produzent, ich bin Songwriter sozusagen. Ja, cool. Ihr seid ja jetzt auch in euer neues Studio gezogen, da sitzt ihr ja auch gerade drin. Sind damit auch neue Inspirationen für das Projekt gekommen? Ja, tatsächlich auf jeden. Also wir haben jetzt endlich im neuen Studio den Platz für ein echtes Klavier und nicht nur über irgendwie Plugins am Computer Klavier zu spielen, sondern ein echtes. Man sieht es jetzt leider nicht, das geht sich genau nicht aus in der Kamera. Aber ja, einfach mehr Platz, anderer Raum, es ist immer bereichernd irgendwie und inspirierend, so einen neuen Ort für sich zu entdecken, oder? Aber irgendwie ist es auch so, dass wir halt jetzt so zwei Sessel haben und die sind einfach tatsächlich häufig so gemütlich, dass man hier einfach sitzt und sich unterhält. Was ja nicht so schlimm ist, aber da kommen neue Ideen. Aber es lädt auch sehr viel zum Prokrastinieren ein. Davor waren wir in so einem Studio, da war es eiskalt, es gab keine Heizung. Das heißt, wir mussten uns ständig irgendwie mental und physisch bewegen. Okay, und könnt ihr uns denn so ein bisschen was von euren zukünftigen Projekten erzählen? Also derzeit kommen jetzt bald eine neue EP raus, die erscheint am 19.02. Ja, und in diesem Jahr noch viele, viele andere EPs. 3 genau, um zu sein. Also insgesamt bringen wir 4 EPs raus. Wir wollten eigentlich so ein Album raushauen, aber man kennt es heutzutage irgendwie in den Zeiten von Social Media braucht man irgendwie ständig was zu kommunizieren. Deshalb haben wir uns überlegt, 13 Songs zu insgesamt 4 Kurzspielplatten zusammenzufassen und das Ganze nicht als Longplayer zu veröffentlichen. Das klingt mega cool. Neues rausgekommen ist ja auch im Dezember eure Single Yoshi, alles besiegt. Und wie das klingt, hören wir uns jetzt mal an für euch. Kaltenkirchen mit Yoshi. Wir müssen nur noch kurz den Hall einschalten. So, jetzt klingt die Stimme gleich ein bisschen mit mehr Raum. Gib mir noch einmal nur deine Hand und ich zeig dir sprach sie dort am Ufer und ging mit ihm immer tiefer ins Wasser, Waisenflut, und sie verschwand und war nie wieder gesehen für sie. Alles besiegt. In 1000 Jahren wird man sie finden und ihre Körper tragen die Zeichen der Zeit, von Gezeiten geprägt und verwaschen in den Tiefen der Meere. Liegen sie dort bei den Fischen, alles besiegt. Alles besiegt. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Oh. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich wunderschön und wir freuen uns natürlich auch, mehr von euch zu hören. Und da müssen wir auch gar nicht mehr so lange warten. Bereits am 19.02., wie ihr es gesagt habt, werdet ihr einen neuen Song veröffentlichen. Und an dieser Stelle wollen wir natürlich auch Niklas supporten, denn du hast auch erst neulich deine erste eigene EP rausgebracht. Also schaut auf Instagram und Facebook vorbei, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das ist kaltenkirchen.mp3 auf Instagram. Ja, virtuelles Konzert hatten wir, glaube ich, so in der MittNight Show auch noch nicht. Und natürlich wollen wir euch jetzt nicht einfach so gehen lassen. Ja? Also es wäre völliger Quatsch, denn ich würde es mal so machen wie aus einem bekannten Film. Ich möchte ein Spiel mit euch spielen. Um genau zu sein, mit euch und natürlich mit Lea. Ja. Und das Spiel heißt Viral oder Banal. Ja, vielleicht kann man es ja schon so ein bisschen ungefähr ahnen, worum es in diesem ganzen Spiel geht. Lea, du bist quasi Team 1 und Philipp und Niklas, ihr seid Team 2. Ihr spielt quasi gegeneinander und wir werden euch jetzt Videos zeigen und ihr müsst raten, ob diese Videos viral gegangen sind, also mindestens 100.000 Klicks hatten, oder ob diese Videos eher so semi angekommen sind, also ob sie so banal sind. Ja, ihr habt solche entsprechende Kellen. Philipp, Niklas, ihr solltet auch solche Kellen haben. Ich habe schon meine Showkelle rausgeholt. Haben wir geschickt bekommen. Ja, geil. Sehr gut. Also grün ist übrigens viral und rot ist banal. Ne? Nur, dass wir das nochmal geklärt haben. Und ja, wir spielen 3 Runden. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rumkommt. Und dann sind soweit alle Klarheiten beseitigt. Ja? Okay, dann kleiner Tipp noch von mir. Ihr müsst auch wirklich nur sagen, viral oder banal. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie die Zahl schätzen oder so, sondern es reicht viral oder banal. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem ersten Film. What the heck? Auch ohne Ton sagt das Video alles? Viral oder banal? Was meint ihr? Philipp und Niklas. Ja, Philipp. Entscheid, ich würde sagen, du machst mal du bestimmst übers Erste. Okay. Boah, ich habe keine Ahnung. Und ich bin ziemlich oft im Internet und da ich, dass es mir nicht bekannt ist, dieses Video, würde ich jetzt mal banal schätzen. Vielleicht liege ich völlig falsch. Okay. Kaltenkirchen quasi, also Philipp und Niklas, die locken banal ein. Und Lea, du? Ich würde ehrlich gesagt viral sagen. Ich fände es echt schade, wenn es nicht viral gegangen ist, weil ich finde es richtig witzig. Okay, dann schauen wir auf die Auflösung und schauen mal, ob das Video viral oder banal ist. 41 Aufrufe. Es ist tatsächlich ein banales Video. Das hätte ich nicht gedacht. Und damit der erste Punkt an Philipp und Niklas von Kaltenkirchen. Sehr schön. So, zweite Runde und wir schauen uns wieder ein Video an und ihr sagt mir bitte viral oder banal. Two, one, and go. Das ist eine Asiennudel, oder? Das ist ganz schön gemein. So, ich habe Hunger. Philipp und Niklas, viral oder banal? Okay, Philipp, wir hören euch, glaube ich, gerade nicht. Aber wir haben die Kelle gesehen. Viral. Das reicht. Zählt trotzdem als Einloggen. Lea, viral oder banal? Ich bin verunsichert, deswegen sage ich jetzt auch viral. Viral, okay. Beide sagen viral und wir schauen auf die Klickzahlen. 92 Millionen Aufrufe. Und wenn ich zu Hause koche, gibt's bloß Anschiss. Das Video ist viral und deswegen bekommen beide einen Punkt. Und es steht 2:1 für Philipp und Niklas. Sehr, sehr gut, sehr gut. Okay. Kommen wir zum dritten Video. Und wir fragen uns wieder, viral oder banal. Okay, super. Das Ding ist, ich habe erst beim dritten Mal verstanden, dass das schon der Inhalt des Videos war. Tatsächlich würde ich jetzt gerne mit Leas Meinung anfangen, weil wir Philipp und Niklas noch nicht hören können. Lea, viral oder banal? Ich kann die Menschheit nicht mehr einschätzen, habe ich das Gefühl. Ich sag banal. Banal, okay. Manchmal sind es ja tatsächlich die einfachsten Dinge. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir sind gespannt. Und jetzt ist es natürlich, also Leas Antwort haben wir, banal. Was denkst du, wie viele Klicks ungefähr so? Na, weil das andere fand ich so cool und das waren 41 Klicks und deswegen, weiß ich nicht, vielleicht 210? 19 Klicks. 200. Ach, 219, okay. 19 Klicks, das sind meine Leute, die die Stories bei Instagram angucken. Naja. So. Und jetzt wäre natürlich noch die Frage, Philipp und Niklas, was sagt ihr denn dazu? Das Video viral oder banal? Ey, also wir waren gerade irgendwie eine Runde weg, aber es ging irgendwie um so eine Pflanze schubsen auf dem... Richtig. Also Pflanze schubsen ist bei mir ganz klar viral. 100%, das war so awkward ASMR-Shit. Okay, gut, dann ihr sagt viral, Lea sagt banal, dann sind wir gespannt und lösen auf. Ei, 82.000 Aufrufe. So. Banal. Danke. Jetzt steht es 2:2. Und das Problem ist, wenn es 2:2 steht, dann gewinnt der Gast. Also nee, nicht das Problem, das Schöne ist, das Schöne ist, wenn es 2:2 steht, gewinnt der Gast. Und deswegen sagen wir herzlichen Glückwunsch an Philipp und Niklas von Kaltenkirchen. Ja. Als kleines Gastgeschenk von uns dürft ihr natürlich die Kelle behalten. Na super. Kommt ins Studio, hängen wir einfach direkt über unseren Blitz. Richtig. Mit den freundlichsten Grüßen aus Mittweida. Aus den freundlichsten Grüßen aus Österreich. Dankeschön. Ja, tatsächlich müssen wir uns leider auch schon von Kaltenkirchen verabschieden. Ja, die sind schon weg. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, Philipp und Niklas. Und ja. Wir hatten ja jetzt auch schon so einen kleinen Ausblick, beziehungsweise Rückblick, was in den jetzigen 20ern passiert ist, was in den 20ern vor 100 Jahren passiert ist. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, was wird in der Zukunft passieren. Und ja, was fehlt da jetzt noch, um das zu erfahren? Ich glaube, wir sollten wirklich mal schauen, was uns die 20er noch so bringen werden. Lass uns wirklich mal so ein bisschen in die Zukunft schauen vielleicht. Sie weiß schon seit mehreren Jahren, dass sie heute hier sein wird. Heute bei uns haben wir Wahrsagerin Amy. Amy, wo kannst du uns hören? Hi. Can you hear us? Can you hear us now? Euch. Hallo. Ja. Hi. Ja, Amy, also wie sieht denn unsere Zukunft aus? Ja, da schaue ich gleich mal nach. Leute, tut mir leid. Das wird nichts mehr. Okay, gut. Ja, dann schauen wir einfach mal, was die 29er allen so bringen werden. Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ja, als Studentin kann man ja bekannterweise nicht auf einem Bein stehen. Man braucht mehrere Businesses. Und deshalb habe ich nicht nur beim Dschungelcamp teilgenommen, sondern arbeite auch seit letztem Jahr als Wahrsagerin. Normalerweise spreche ich da mit meiner magischen Badekappe. Heute aber habe ich meine magische Katzenpisse mitgebracht. Und jetzt möchte ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten, wie die Sterne für das kommende Jahrzehnt stehen. Fangen wir doch mal an mit dem Mann, der dieses Jahrzehnt schon so massiv geprägt hat. Jemand, der so kleine Hände hat, dass man daraus nicht mal seine Lebenslinie erkennen kann. Donald Trump. Ja, obwohl Trump nicht mehr Präsident ist, die USA werden ihn so schnell nicht mehr los. Manche dachten nämlich, dass da auf seinem Kopf wären Haare. Doch in Wahrheit, und das werden Wissenschaftler bald herausfinden, handelt es sich um eine seltene mystische Pilzinfektion, die seinen Kopf schon seit Jahren angreift. Sein Gehirn ist jetzt schon so weich wie Erdnussbutter. Trump stirbt und verwandelt sich in einen Geist. Ja, und Trumps Geist wird für alle Zeit sein Unwesen im Weißen Haus treffen, sodass das Weiße Haus dann 2022 zu einem Geisterhaus umgebaut wird und daraus eine eigene Mystery-Show gestreamt wird. Und an wen gehen die Rechte? Disney Plus. Herzlichen Glückwunsch. Aber gut, man kann es dem Donald nicht übel nehmen. Er hat es einfach dem Coronavirus nachgemacht und wollte einfach nicht abhauen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen spreaden. Ja, ihr wisst es schon, die Impfung ist und bleibt ein großes Thema. Aber die Diskussion um Vorteile für Geimpfte ist noch lange nicht vorbei, wie mir mein Katzenpiss erklärt hat. Das sind dann so Anreize wie Veranstaltungen besuchen, in Restaurants gehen. Aber mal ehrlich, das waren doch gar keine Anreize. Und das werden Politikerinnen auch endlich bald herausfinden, dass der wahre Anreiz ein Semesterticket in Mittweida ist. Und im Studentenclub soll es 7-mal die Woche Karaoke geben. Geil! Aber halt erst 2029. Naja, scheiße. Apropos, im letzten Jahr wurde das aufkommende Clubsterben immer mehr zum Problem. Ja, Leute, ich weiß, wir können es alle nicht mehr ohne Eurobier aushalten, aber keine Panik. Das wird schon alles wieder aufmachen. Ich konnte jetzt noch nicht genau erkennen, ob in der Opening Night mehr Leute durch Corona oder durch eine Überdosis sterben. Ich check das mal kurz ab. Nee, sorry, immer noch nichts. Naja. Was mich auch bei der ganzen Clubsterben-Thematik aufregt, ist, dass die ganzen Kunstschaffenden rumheulen, man würde nichts für sie tun. Ja, Leute, heult nicht so rum, ihr kommt schon noch auf eure Kosten im Homeoffice. Der Bühnenbildner, der hängt dann halt seine Bilder zu Hause rum, der Lichttechniker seine Glühbirnen und der Barmann macht zur Abwechslung mal seine eigenen Gläser sauber. Was für Hartz IV? Ja, kommen wir von Hartz IV zu Leuten, die so alt sind, die keins mehr brauchen. Rentner. Weißt du, was das Schlimmste daran ist, wenn die RentnerInnen die Ersten sind, die geimpft worden sind? Ja, die ersten Konzerte, die in der Stadt finden dürfen, sind von Roland Kaiser und Hansi Hinterseer. Bah, was für ein Scheiß! Wer will denn sowas hören? Stoppt die Schlagerdiktatur! Danke, Merkel! Ja, Merkel, Schlager, 2020 und die 20er waren bisher schon ein Jahrzehnt der Verschwörungstheorien. Meine Liebsten darunter, die Echsenmenschen, die BRD GmbH und dass es keine Nazis in Sachsen gibt. Man munkelt. Apropos Sachsen. Was sagst du da, Katzenpiss? Die Studentinnen werden immer dümmer. Informieren sich nicht mehr. Oh. Alkohol ist schuld. Leute, es ist etwas im Gange. Das mit dem Eurobier ist nicht so gut gemeint, wie ihr gedacht habt. Es wird nämlich die Verdummung der Gesellschaft erzielt und bei der heranwachsenden Elite wird angefangen. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Studentenclub wird von einem geheimen Staatsapparat gefördert, sodass ihr montags nicht mehr die Tagesschau gucken könnt. Und wenn ihr dann noch zum Bierpong bleibt, ganz gefährlich, dann verpasst ihr sogar die Tagesthemen. Mir läuft es eiskalt den Rücken herunter. Also Leute, mein Katzenpiss hinterlässt hier langsam einen richtig ranzigen Beigeschmack. Ich würde jetzt sagen, wir belassen es einfach mal dabei. In dem Sinne, passt auf euch auf, gönnt euch vielleicht mal ausnahmsweise wieder eine Pause zu Hause und trinkt doch auch mal einen Schluck Katzenpiss. Cheers. Cheers, würden wir an dieser Stelle sagen. Vielen Dank an unsere Wahrsagerin Amy. Und jetzt ist es leider schon soweit. Wir neigen uns langsam dem Ende der heutigen Show, aber nicht nur dem Ende der heutigen Show, sondern wir als Studenten, ja, für uns neigt sich auch die Zeit hier in Mittweida dem Ende. Ja, aber bevor wir uns hier so still und heimlich davonschleichen, wollen wir natürlich nochmal den Menschen danken, ohne die unser Studium hier in Mittweida so viel leichter gewesen wäre. Und hier ist unser dritter und letzter MittNight-Hit für euch. Glauben, was in der Notenmeldung steht. Haben die etwa die Lösungen verdreht? Ja, die Einsicht fällt mir schwer. 5 Monate ist die Prüfung her. Was war das für eine Kompetenz? Wieso erinnere ich mich nicht mehr? Jedes Semester ein Wiedersehen und werde ich es auch nie ganz verstehen. Irgendetwas muss ja immer bleiben. Doch wer bei Ihnen eine 5-0 kassiert, wird nicht so einfach wegradiert. Sie sind da einfach nur ziemlich kleinlich, denn der Prüfungsschnitt war peinlich. Studium ist nicht ruiniert, sie hat dann ganz dezidiert. Eigentlich wollen sie nur die Einsicht, wir umschreiben hier nicht, wir paraphrasieren. Nach 2 Wiederholungen ich's endlich geschafft. Nun ist alles vorbei, das hätte ich nie gedacht. Es war so schön mit euch, doch nun ist es für immer aus. Ihr bleibt in meinem Herzen. Klaus. Wow, also das hat mich jetzt echt nochmal ergriffen. Ja, und in dieser Stimmung werden wir uns jetzt auch von euch verabschieden. Ja, vielen Dank an alle, die so zahlreich eingeschaltet haben, und vielen Dank natürlich auch an alle, die im Live-Chat so aktiv gewesen sind. Ja, und auch nochmal ein großes Dankeschön natürlich an das gesamte Team, an den Studentenclub und den Medienförderverein. Wir wünschen euch da draußen noch einen schönen Abend und hoffen, dass die 20er ab jetzt auf jeden Fall noch etwas goldener werden. Ein großer Dank natürlich auch an dich, liebe Lea. Und es war mir eine Ehre. Mir auch natürlich. Wir sagen gute Nacht und tschüss. Tschüss.